So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Es geht mal wieder um die brandneuen und aktuellen Legos Star Wars Booster. Keine Blister, weil diese limitierten Karten kriegt ihr ja immer, weil die Blister wird es immer geben. Keine Multipacks, die limitierten Karten wird es auch öfters geben. Also werde ich davon andere Videos machen an andere Tage. Jetzt geht es um das Lego Star Wars Magazin Nummer 39 für 3,99 Euro. Und warum? Da ist ein Boostertütchen drin, ist nicht ganz unwichtig, und eine limitierte Karte, die LE2. Ihr werdet sie nur in dieses Magazin kriegen. Also, an allen Leuten, die das Lego Star Wars Boosterkarten sammeln wollen, es gibt es nur die LE2 in dieses Magazin. Limitierte Karten aus Magazinen steigen ziemlich schnell an Wert. Also, wer sie sammelt, soll sich sofort oder besorgt euch sofort das Magazin. Weil nur hier kriegt ihr die LE2, der brandneuen aktuellen Lego Star Wars Booster Sammlung. Also, was ist da jetzt alles drin? Eine Lego-Figur, top. Die limitierte Karte, top, 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 top. Und natürlich ein Boostertütchen, top. Aber mir ging es ja wirklich nur um die limitierte Karte. Und die meisten von euch wahrscheinlich auch, die eben die brandneuen Star Wars Serie sammeln. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt alles mal vernünftiger an. Wie gesagt, ein Boostertütchen öffne ich gleich. Eine Lego-Sammelfigur, das ist natürlich richtig cool, das wisst ihr ja. Aber ihr kennt meine Videos. Es ist die falsche Tütenverpackung. Aber nichtsdestotrotz, nur hier findet ihr diese Figur. Limitierte Auflage. Passt perfekt. Wie gesagt, ein Boostertütchen, eine Lego-Figur und das Wichtigste, die limitierte Karte LE2. Müsst ihr jetzt bedenken. Boostertütchen, Lego-Figur, limitierte Karte, Magazin für 3,99 Euro. Ein Top-Preis, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz schlagen wir jetzt mal in das Magazin drin rum. Vielleicht gibt es ja noch mehr Wissenswerte, was demnächst an limitierte Karten in das nächste Magazin ist. Also alle limitierten Karten, wo es die gibt, werdet ihr auch bei meinen Videos auf jeden Fall finden, auf meinem Kanal, weil ich werde mir alle limitierte Karten besorgen. Das steht schon mal auf jeden Fall fest. Und hier seht ihr die goldenen Karten. Es gibt zwei Stück. Meine Güte, und ich möchte eine davon aufmachen. Vielleicht ist ja irgendwo eine in meinen Booster drin, die ich ja noch habe, von den Multipacks, Blister und. Ich möchte euch so gerne eine goldene Karte präsentieren. Ich möchte sie natürlich auch sofort besitzen. Aber ihr seht ja, das Magazin, das, die Comic-Einlage von Star Wars, ein Poster, die ganzen Boostertütchen, die es gibt. Hammer. Kreuzworträtsel, Merchandising, Comic-Einlage und nächste Heft, ja, gibt es die limitierte Karte LE11. Richtig cool sieht die aus. Und eine Lego, keine Figur, aber Lego-Spielzeug, braucht man auf jeden Fall, das Star Wars-Spielzeug, aber die LE11. Das Unboxing werde ich auf jeden Fall am 8. September machen. Ich werde mir sofort das Magazin besorgen, werde Montag sofort meinen Zeitschriftendealer anrufen. Er soll es mir auf jeden Fall zur Seite legen, dass ich euch zeigen kann, wo es die LE11 gibt und natürlich, wie sie aussieht. Also, das Magazin, Lego-Figur, limitierte Auflage, wichtigste, die LE2, limitierte Karte. Ein Boostertütchen.
alles in das Lego-Magazin Numero 38 für 3,99 Euro. Aber jetzt öffnen wir mal das Booster-Tütchen. Und ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht eine goldene finde. Das wäre jetzt richtig cool. Wer natürlich schon eine hat, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Auf jeden Fall eine hochwertige. Das steht schon mal. Die sieht ja richtig cool aus. Schön in Schwarz gehalten mit, ihr seht es schon, ein Glitzer-Laserschwert in Rot. Passt natürlich richtig cool. Das wieder. Hammer. Also die Serie Lego Star Wars Boosterkarten, die neue. Ich kann es nur betonen, ich habe mich da drin verliebt, obwohl es auch ein paar Karten gibt, die ich nicht so schön und besonders finde. Aber das gehört zu jeder Serie. Aber ansonsten kann ich nicht und werde mich auf keinen Fall beschweren. Ich finde sie richtig cool. Ihr schreibt mir natürlich noch eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten war es das mal wieder. Hier wollte ich euch nur zeigen, wo ihr die erste und nächste limitierte Karte findet. Nur in dieses Magazin. Wenn es das Magazin nicht mehr gibt, kommt ihr an diese Karte nur noch teuer dran. Also, gönnt sie euch jetzt. Das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr die Sammelmappe vollständig haben wollt. Ansonsten war es mal wieder ein Infovideo von den brandneuen und aktuellen Lego Star Wars Boosterkarten. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.